Für die Fraktion der FDP-DVP erteile ich das Wort an Herrn Fraktionsvorsitzenden Dr. Rülke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war einmal eine Partei, die nannte sich Alternative für Deutschland, mit dem Anspruch, die Dinge anders zu machen, die Dinge besser zu machen, dafür zu sorgen, dass es wieder Vertrauen gibt in die Politik und dafür zu sorgen, dass das Ansehen der Politik und des Landtags von Baden-Württemberg steigt. Und das, was da sitzt, ist das Ergebnis, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, wir haben ja beschlossen, von hier aus keine Fotos zu machen. Es ist eigentlich bedauerlich, man sollte das doch ablichten, um es für die Nachwelt zu erhalten, denn wer weiß, wie die nächste Woche da sitzen. Das ist, denke ich, offen. Nein, meine Damen und Herren, was Sie geboten haben, das ist eine Selbsterfahrungsgruppe. Sie brauchen ja mittlerweile bei Ihrer Fraktionssitzung einen Stuhlkreis, um überhaupt die Fraktionssitzung zu Ende zu führen, meine Damen und Herren. Nein, und was der Kollege Stoch zu Recht gesagt hat, die Abwendung vom Antisemitismus, die ist rein taktischer Natur. Das gilt für Herrn Meuthen und das gilt auch für die 8 Verbliebenen dieser Urfraktion. Denn Sie erklären jetzt plötzlich, Sie wollen mit Antisemitismus nichts zu tun haben. Plötzlich wollen Sie auch mit Herrn Gedeon nichts mehr zu tun haben. Das hat sich vor nicht allzu langer Zeit anders angehört. Sie, Herr Grimmer, haben der Pforzheimer Zeitung erklärt, da waren alle Vorwürfe, alle Zitate von Herrn Gedeon schon bekannt. Sie schätzen Herrn Gedeon und Sie hoffen, dass Herr Gedeon in der Fraktion bleiben kann. Haben Sie erklärt? Haben Sie erklärt? Sie schätzen Herrn Gedeon. Ja, als Mensch. Ein Mensch, der all das erklärt, was Herr Gedeon erklärt hat. Und in der vergangenen Woche, als Sie Ihre Fraktion neu gegründet haben, mit einer neuen Führung, einem neuen Fraktionsvorsitzenden, da war zu hören, es könne ja durchaus sein, dass am Ende nach Prüfung des Ganzen der Herr Gedeon wieder aufgenommen werde. Haben Sie letzte Woche erklärt, bei Ihrer Pressekonferenz. Jetzt inzwischen, Lügenpresse, gell? Jetzt inzwischen hat Ihnen wahrscheinlich Frau Petri erklärt, das wäre taktisch nicht so geschickt und plötzlich fordern Sie dann in Ihrer Fraktionssitzung gestern, Herr Gedeon muss aus der Partei ausgeschlossen werden. Und das ist auch eine Ente. Wie glaubwürdig ist das dann? Und, ja, das ist richtig, gut. Und dann ist vielleicht auch Folgendes richtig, was man der jungen Freiheit entnehmen kann. Nicht Lügenpresse, sondern durchaus mit Sympathie gegenüber Ihrer Partei gesegnet. Da ist nämlich die Rede davon, Frau Präsidentin, ich darf zitieren, zuletzt hatte es Berichte gegeben, der Holocaustleugner Gérard Menouin sei als Gutachter angefragt worden, schreibt die junge Freiheit. Ich habe mir dann erlaubt, bei Wikipedia mal nachzuschauen, was über Gérard Menouin da drin steht. Wurde am 12. November 2005 von der Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland seines Amtes als Vorsitzender enthoben. Die Stiftung hatte erfahren, dass Gérard Menouin der Nationalzeitung Interviews gegeben hatte, dort als Autor einer Kolumne des Titels Menuhin und wie er die Welt sieht, fungiert und sich auch in der NPD-Zeitung Deutsche Stimme äußert. In seinem Buch Tell the Truth and Shame the Devil schreibt Menuhin, Zitat, der Holocaust ist die größte Lüge der Geschichte. Deutschland hat keine Schuld am Zweiten Weltkrieg und Adolf Hitler war der einzige Staatsmann der Welt, der die Welt vor der plutokratisch-jüdischen Gefahr hätte retten können, um den unterjochten Planeten wieder zu befreien. Zitat Ende. Zitat Ende. Sollte der Gutachter sein, möglicherweise bedarf es auch noch eines Gutachtens, ob dieser Satz antisemitisch ist. Aber es geht ja weiter in der Berichterstattung der jungen Freiheit. Die Fraktion wies dies zurück. Lediglich ein Abgeordneter habe Menuhin vorgeschlagen und kontaktiert. Nach Informationen der jungen Freiheit handelte es sich dabei um den Abgeordneten Stefan Repple. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, ob das stimmt, ob der Abgeordnete Stefan Repple Herrn Menuhin als Gutachter vorgeschlagen hat. Und wenn ja, dann wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie mit Herrn Repple umgehen wollen. Oder sind Sie der Meinung, das sei auch kein Antisemitismus, einen solchen Gutachter vorzuschlagen, meine Damen und Herren?
Da sind Sie in der Diskussionspflicht, meine Damen und Herren. Das möchten wir gerne von Ihnen wissen. Ist es eine Ente der jungen Freiheit oder stimmt das? Und dann ist es ja auch interessant, was wir der FAZ entnehmen, aber dazu können Sie ja dann auch Stellung nehmen, wie sich die Führungsfrage Ihrer Fraktion jetzt neuerdings geklärt hat. In der FAZ steht, Merz und Kloß wären bereit zum Wechsel ins Meutenlager, aber Emil Senze und Bernd Grimmer, denen gute Kontakte zu Petri nachgesagt werden und die schon vor 3 Wochen Meuten mit den überflüssigen Gutachten über Gedeons Antisemitismus in die Knie zwangen, kamen mit den beiden unsicheren Kantonisten schnell ins Geschäft. Sie boten Merz den gut dotierten Fraktionsvorsitz und Kloß den Stellvertreterposten. Man hat die Wackelkandidaten mit schönen Posten eingefangen, sagt einer aus Meutens Lager. Ja, meine Damen und Herren, mit solcher Art von Politik werden Sie das Ansehen weder der Politik noch des Landes Baden-Württemberg fördern, schon gar nicht das Ansehen dieses Landtags, meine Damen und Herren. Das sind unwürdige Schauspiele, die Sie den Menschen in diesem Land zumuten.